Hey, grüßt euch zum großen Korrosionsschutztest 2023, in dem ich verschiedene Rostkonverter, Rostschutzgrundierungen, Rostschutzöle, Roststabilisatoren und noch Rostschutzfarben verwendet habe, miteinander verglichen habe, welches Mittel für mich das Beste ist, welches sich wie verhält und verarbeiten lässt. Ich habe vor ziemlich genau 2 Jahren, am 26.12.2020, dieses angerostete Blech hier verwendet. Da habe ich diese Rostschutzmittel aufgetragen in einzelne Parzellen, habe auch eine Kontrollgruppe eingebaut, in der kein Rostschutzmittel drauf ist, habe dann diese einzelnen Rostschutzmittel aufgetragen und auf der anderen Seite das Ganze mit Brandtokorux 3 in 1 überstrichen, um das Ganze auch vor UV-Strahlung und so weiter zu schützen und wie diese Rostschutzfarbe hier in Verbindung mit diesen Rostumwandlern, Rostschutzmitteln interagiert oder funktioniert. Die Analyse von dem Blech nach einem Jahr, das könnt ihr hier oben in dem Video nachsehen. Unter diesem Video gab es auch Kritik natürlich, vor allem in der Anwendung von Vertan. Ich kann euch sagen, es ist nicht optimal gelaufen, wie ich das angewendet habe. Das war auch nie so geplant, dass das so ein großes Video war. Das war mehr für mich und für meine kleine Community, um das zu testen, um die Leute und mich selber zu bereichern damit. Da unter dem Video nicht nur Lobpreisungen standen, sondern auch konstruktive Kritik, habe ich mir gedacht, die nehme ich mir zu Herzen und versuche den Test zu optimieren und besser zu machen. Deshalb habe ich nochmal eine optimierte Version von dem Test angefertigt, der aber erst dieses Jahr in Wind und Wetter gelegt wird. In dem Test werden auch wieder diese Mittel hier angewendet. Alle optimal bei 20 Grad angewendet. Nicht mehr bei 5 Grad, minus 5 Grad, bei 10 Grad, irgendwas mit Föhn und so weiter. Also davon könnt ihr euch verabschieden. Die Anwendung habe ich exakt so gemacht, wie es sein sollte. Und ich habe noch extra Mittel verwendet, die hier gar nicht bei sind. Manche sind vielleicht auch gedoppelt, manche auch nicht. Das werdet ihr dann sehen. Das Ganze stelle ich vielleicht dieses Jahr noch vor, wenn ihr das mal hier drunter schreibt und das sehen wollt. Zumindest den Versuchsaufbau und welche Mittel ich verwendet habe. Aber wie das Ganze nach einem Jahr aussah, das kann ich erst in einem Jahr zeigen. Von daher seid gespannt, was das angeht. Wie das Ganze hier jetzt nach 2 Jahren aussieht, das können wir jetzt sehen. Das werden wir jetzt sehen. Und deshalb drehe ich jetzt mal das Blech um. Bam! So sieht's aus. Nach ziemlich genau 2 Jahren, am 25.12.2022, sieht das Blech so aus mit den entsprechenden Mitteln hinter den Parzellen. Hier vorne wurde Vertan angewendet, hier wurde Ovatrol angewendet, Bunox Epoxy, Tanox, Oxyblock N und hier, das ist die Kontrollgruppe ohne Mittel. Hier hinten haben wir nur Brandtokorux auf Rost. Und hier haben wir überall Brandtokorux auf den ganzen Rostumwandlern, Roststabilisatoren und so weiter aufgebracht, damit man sieht, wie das Ganze in Verbindung wirkt. Jetzt gucken wir uns das Ganze im Detail an. Trotz unsachgemäßer Anwendung von Vertan können wir hier noch eine leichte Schutzschicht vom Vertan selbst nach 2 Jahren erkennen. Hier ist ein bisschen mehr Rost, das ist aber nur dadurch zustande gekommen, dass dort ein Blatt drauf lag. Das haben wir auch noch an anderen Stellen, hier unter anderem. Das hat nichts zu sagen. Wir sehen hier kleine Rostpickelchen, die sind auch, meine ich, direkt nach einem Jahr durchgekommen. Aber im Großen und Ganzen ist hier trotzdem noch ein gewisser Rostschutz gegeben zu keinem Rostschutz. Also hier zwischen diesen Blechen haben wir einfach gar keinen Rostschutz, das ist ganz normales verrostetes Blech dazwischen und man sieht hier schon einen Unterschied. Gut ist das nicht, aber es ist ein gewisser Schutz, würde ich sagen. Kommen wir vom Vertan zum Ovatrolöl. So sieht das Ganze hier aus. Hervorragendes Ergebnis. Es hat sich quasi aus meiner jetzigen Sicht, aus meiner jetzigen Beurteilung nichts geändert innerhalb von einem Jahr beziehungsweise innerhalb von 2 Jahren. Es sieht immer noch so gut aus wie vorher. Absolut empfehlenswert. Man sieht hier keinen weiteren Rost, der sich gebildet hat. Auch nicht dreidimensional. Es ist nichts hochgekommen. Sieht alles ziemlich gut aus. Wunderbar. Vom Ovatrolöl rüber zum Brunox Epoxy. So sieht das Ganze im Detail aus. Und wir sehen hier, dass es hier noch eine scharfe Abgrenzung gibt zwischen dem Brunox Epoxy und dem unbehandelten Blech. Man sieht, dass hier noch immer eine Schutzschicht drauf ist, aber man kann auch erkennen, dass hier leichte Rostdurchbrüche sind, dass hier auf jeden Fall Rost durchkommt. Man muss Brunox Epoxy zugutehalten, dass das auf Epoxidharzbasis ist. Epoxidharz ist normalerweise nicht UV-beständig und das Blech war ja der UV-Strahlung ausgesetzt, wenn auch nicht extrem, aber es war der UV-Strahlung ausgesetzt.
Heißt also, dass die UV-Strahlung die Wirkung hiervon höchstwahrscheinlich auch beeinträchtigt hat. Aber deshalb haben wir ja hier hinten nochmal eine beschichtete Stelle. Und im neuen Test habe ich noch etwas Besseres überlegt. Vom Brunox-Epoxy rüber zum Tanox. So sieht das Ganze hier im Detail aus. Was wir hier erkennen können, ist natürlich, dass noch immer eine deutliche Schutzschicht vorhanden ist. Hier zwischen ist ja kein Rostschutzmittel. Man sieht hier eine klare Abtrennung. Aber man kann jetzt auch erkennen, dass hier einiges an Rostesprüchen vorhanden ist. War letztes Jahr, also vor einem Jahr, war das exakt andersrum. Da sah das Brunox Epoxy deutlich schlechter aus als das Ergebnis vom Tanox. Inzwischen sieht es eher schlechter aus als das Brunox Epoxy. Nichtsdestotrotz, ich würde beide nochmal neu behandeln. In diesem Fall hier. Wenn das so offen liegen würde, ich das an meinem Fahrzeug hätte oder so, dann würde ich spätestens nach 2 Jahren nochmal neu behandeln mit dem Mittel. Vom Tanox zum Oxyblock N, das ist ein Öl, ähnlich wie Ovatrolöl, nur dass es viel langsamer trocknet, also vielleicht auch besser in die Poren, in die Falze und so weiter eindringen kann, bevor das aushärtet. Ich habe es jetzt noch mit dem Test gehabt. Oxyblock N braucht mindestens eine Woche, wenn nicht sogar noch länger, um auszuhärten bei 20 Grad und Ovatrol 1 bis 2 Tage maximal. Das ist dann hart, das ist immer noch flüssig. Man muss überlegen, wofür man es braucht, welches ist besser, entweder eins, was nach 2 Tagen trocken ist oder eines, das erst nach 1 bis 2 Wochen trocken ist. So sieht das Ganze hier im Detail aus. Man sieht, dass hier auf jeden Fall eine Schutzschicht vorhanden ist, aber wir haben hier auch Rostdurchbrüche. Nicht so beim Ovatrol. Im direkten Vergleich von den beiden Ölen würde ich sagen, dass Ovatrolöl auf jeden Fall einen besseren und langwierigeren Schutz bietet als Oxyblock N. Hier haben wir ja die Kontrollgruppe. Man sieht, es bietet immer noch mehr Schutz als gar kein Mittel, aber dafür, dass das gar nicht mal so günstig ist, bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Jetzt kommen wir zu Brantocorux 3 in 1. Wie das Ganze hier unten drunter aussieht, werden wir jetzt gucken, mit dem Heißluftföhn ein bisschen erwärmen, abkratzen und begutachten. Jetzt habe ich hier einen dünnen Streifen Brantocorux 3 in 1 mit einem Heißluftföhn und einem Stechbeitel abgeschabt. Und das können wir uns jetzt mal anschauen. Wie hat sich Brantocorux 3 in 1 auf einem unbehandelten, angerosteten Blech geschlagen? Hier haben wir das Ergebnis und ich muss sagen, es sieht eigentlich noch immer identisch wie vorher aus. Ich versuche hier auch nochmal das Ergebnis von vor einem Jahr einzublenden, wie es da aussah. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es exakt so aussah. So sieht das Blech unten drunter aus. Es ist nicht weiter gerostet, es war angerostet, es war nur leicht abgeschliffen mit 240er oder sowas oder 120er und es war noch Rost vorhanden. Genau diesen Rost haben wir hier noch immer drunter. Es hat also das Ganze isoliert und geschützt vor weiterem Rosten. Kommen wir vom unbehandelten Blech mit Brantocorux 3 in 1 zum mit Oxyblock N behandelten und Brantocorux behandelten Blech. So sieht das Ganze aus, genauso wie die linke Seite, absolut identisch. Kein weiterer Rost hat sich gebildet, sieht ziemlich gut aus. Wunderbar, kann man so lassen. Dann kommen wir zu Tanox mit Brantocorux 3 in 1. So sieht das Ganze hier aus. Sieht ein bisschen anders aus, das hat aber wahrscheinlich nur damit zu tun, dass das Brantocorux sich hier besser vom Tanox gelöst hat mit der Hitze. Es hat sich einfach besser gelöst. Hier sieht man, dass es sich relativ schwer gelöst hat an den Stellen und hier drauf hat es sich gut gelöst, da höchstwahrscheinlich Tanox nicht so hitzebeständig ist und dadurch konnte man das gut abschaben. Unten drunter sieht es eigentlich genauso aus wie zu dem Zeitpunkt, als ich es aufgestrichen habe vor 2 Jahren. Also auch das gleiche Ergebnis. Brantocorux 3 in 1 hat nichts durchgelassen. Es ist weiter nicht gerostet. Super. Jetzt kommen wir zum heiligen Gral aller Verbindungen. Epoxy Brunox, Brunox Epoxy mit Brantocorux 3 in 1, das wird ziemlich häufig als Empfehlung ausgesprochen. Und was können wir hier sehen? Das sieht eigentlich genauso aus wie alle anderen. Brantocorux 3 in 1 lässt hier nichts durch. Es sieht unten drunter genauso aus wie am Anfang, als ich es aufgestrichen habe. Ast rein, nach 2 Jahren kein Rost, super. Dann kommen wir jetzt mal zum Ovatrolöl. Das kann man übrigens auch in Brantocorux 3 in 1 reinmischen als Verdünnungsmittel. Haben wir hier nicht gemacht. Wir haben hier Ovatrolöl nur als Untergrund. Und so sieht das Ganze aus. Hat sich sehr, sehr gut lösen lassen mit der Hitze. Und man sieht, es sieht eigentlich genauso aus wie auf der anderen Seite. Einfach top Ergebnis. Ich
spricht nichts gegen. Hat immer noch einen Rostschutz hier drunter. Und ja, dann bleibt nur noch das letzte Mittel, und zwar Fertan. Fertan in Verbindung mit Brandto Corux 3 in 1. Sieht so aus. Also eigentlich ziemlich identisch zu dem Zeitpunkt, an dem ich es aufgetragen habe. Kein weiterer Rost. Es sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Könnt ihr ja nochmal begutachten, beurteilen. So sehen alle Mittel und Tests nach 2 Jahren aus. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Fazit nach 2 Jahren Dauertest mit diesen Rostschutzmitteln, Rostumwandlern und so weiter ist, dass ich euch eine andere Empfehlung als letztes Jahr aussprechen kann. Vor einem Jahr hat sich Tanox vor allem herausgestellt als guter Rostumwandler, Roststabilisator. Aber jetzt nach 2 Jahren hat er sich im Vergleich mit Brunox Epoxy wohlgemerkt, hat er sich deutlich verschlechtert, da hier jetzt deutlich mehr Rostdurchbrüche als bei Brunox Epoxy vorhanden sind. Bei Brunox Epoxy hat sich, glaube ich, ziemlich gar nichts getan seit einem Jahr. Und bei Tanox hat sich seit einem Jahr, also in dem Jahr 1 bis 2, in dem zweiten Jahr hat sich einiges getan. Da ist dieser ganze Rost durchgekommen, diese Rostdurchbrüche. In Verbindung mit Brandto Corux kann man einfach nur sagen, hat jedes Mittel funktioniert, auch gar keins. Also Brandto Corux kann man einfach überall drauf schmieren, würde ich jetzt mal grob behaupten, wenn es nicht zu viel Rost ist, also wenn es sich nur um Flugrost handelt. Außerdem ist Brunox Epoxy deutlich angenehmer in der Anwendung, deutlich schneller, auch bei niedrigeren Temperaturen. Warum? Hier dieses Mittel ist auf einer konventionellen Lösemittelbasis, bedeutet, dass die Lösemittel hier relativ schnell verflüchtigen, und bei dem Tanox ist das Ganze auf einer Wasserbasis und Wasser verdunstet viel langsamer. Je nachdem, wie niedrig die Temperatur ist, dauert das doch schon ganz schön lange, dieses ganze Umwandeln. Und wenn man möglichst schnell weiterarbeiten möchte, dann bietet sich auf jeden Fall Brunox Epoxy an. Fertan ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer von der Dauer vom Umwandeln her. Ist auch auf Wasserbasis und muss man sogar noch nachfeuchten. Die Temperatur muss passen und so weiter. Man muss es nachher nachwischen, abwischen und so weiter mit Wasser. Es ist absolut anwenderunfreundlich, soll kein Fertan-Bashing sein. Hat bestimmt seinen Sinn und Zweck. Habe ich jetzt übrigens auch mal an einem Bremssattel ausgetestet. Ob sich das da gut schlägt oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja ein bisschen hitzebeständiger. Oxyblock N hat mich absolut gar nicht überzeugt. Also vom Preis her, von der Anwendung her, es dauert viel zu lange, bis das Zeug abbindet. Nach 2 Wochen oder was. Bei 20 Grad wird es erst trocken. Das ist absolut nicht das, was ich will. Ich will, dass das Mittel nach spätestens einer Woche oder einer halben Woche überlackierbar, überstreichbar und so weiter ist. Und das habe ich hier nur mit Overtrolöl. Und vor allem Overtrolöl trocknet nicht nur relativ schnell innerhalb von spätestens 2 Tagen, sondern es hat auch einen super Rostschutz. Ne? Also es hat einfach den besten Rostschutz von allen Mitteln hier, die hier in der Anwendung sind, würde ich jetzt mal grob behaupten. Mit Brandto Corux vielleicht. Brandto Corux ist natürlich ein farbiger Anstrich, von daher würde ich das jetzt eher als Beschichtung und nicht als Konservierungsmittel sehen. Wie sich die Preise von diesen Mitteln hier in 2022 entwickelt haben, das zeige ich euch hier im Vergleich zu vor einem Jahr, wie die Preise da noch waren. Allein bei Fahrzeuglacken hat sich eine Preissteigerung von über 100% in den letzten 2 Monaten getan. Finde ich schon ziemlich beachtlich. Ich hoffe, dass das hier nicht passiert ist. Wie sich dieser Dauertest hier nach 3 Jahren schlägt, das könnt ihr nächstes Jahr sehen. Falls ihr noch kein Abo hier hinterlassen habt auf dem Kanal, auf jeden Fall ein Abo hinterlassen, weil ich habe hier diesen Test natürlich auch, wie eingangs erwähnt, nochmal in deutlich optimierter Form und mit deutlich mehr Mitteln ausgeführt. Der ist da unten, den stelle ich vielleicht schon die Tage vor zumindest, und in einem Jahr ist die Auswertung. Dann habe ich noch einen Grundierungstest, welche Grundierung wie gut ist, und noch einen Hohlraumversiegelungstest und noch viele andere Sachen, Autoprojekte und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Dauertest hier weiterhelfen, welches von diesen Mitteln für euch das Richtige ist. Falls ihr euch noch immer unsicher seid, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Normalerweise lese ich jeden Kommentar, beantworte jeden Kommentar und versuche, auf jedes einzelne Problem von euch einzugehen. Als Dankeschön könnt ihr einfach ein Abo mit Glöckchen aktiviert hinterlassen. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein gutes 2023, auf das es besser wird als 2022. Macht's gut, haut rein, tschüss.